Jetzt weiß ich wenigstens, woraus Burger und Meckes bestehen. Hallöchen und willkommen zur schlimmsten Bestrafung, die ich jemals hatte. Und zwar, ich habe jetzt drei Bestrafungsvideos, eine Bestrafung bzw. eine Folge, die demnächst kommt. Seht ihr, warum ich noch eine Bestrafung machen muss, und ich hole euch einfach mal runter. So, wir sehen hier, was wir hier haben. Honig, Salz, Chili-Pulver bzw. irgendein anderes Pulver, was scharf ist. Schwippschwapp, ich habe Cola nicht gehabt, aber ist ja fast dasselbe. Honig und Nutella, was man hier noch sieht. Und das wird keine leckere Bestrafung. Und ich würde sagen, wir fangen mit der. Beziehungsweise, wir haben noch das Ei hier, weil das Ei bei jeder Bestrafung irgendwie für ein Player-Getdown dazugehört. So, das würde ich mal irgendwie hier hinlegen, sodass es nicht runterfällt. Und wir schütten einfach mal die Schwippschwapp rein. Ich würde sagen, damit fangen wir schon mal an. Ach, das ist echt nicht cool, diese Bestrafung. Okay, das sollte nicht so viel sein. Ich habe ja noch Milch zur Verfügung. Beziehungsweise ein Ei. So, dann würde ich sagen, hauen wir das Ei jetzt rein. Okay, ich mache mal kurz einen Cut und hole die Taschentücher raus. Das Ei wird jetzt drauf gemacht, wenn ich das so richtig hinbekomme mit der Facecam. Okay, passt. So, jetzt machen wir das hier so rein. Okay. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen hier reintun, wenn ich das ganz schnieke hinbekomme. Ich will die Schale eigentlich nicht mittrinken, deswegen. Boah, das ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Oh Mann, ey. Hör mal. Das Eigelb will ich auch noch reinbekommen. Okay, jetzt kommt es langsam raus. Okay, das war doch schon relativ effektiv, weil die Schale da nicht mit reingefallen ist. Ich will ungern Schale trinken, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir müssen immer noch ein bisschen rausholen. Okay, das ganze Eiweiß ist schon mal drin. Ein bisschen Eigelb ist auch schon reingekommen. Oh Gott, das sieht jetzt schon schlimm aus. Okay, jetzt kommt das restliche Eigelb, was wir hier sehen. Oh ja, darauf stehe ich total. Bah, das sieht jetzt schon ekelhaft aus wie sonst was. Okay, jetzt kommt alles raus, jetzt kommt alles raus. Perfekt, perfekt, perfekt. So, das war's auch mit dem Ei. Jetzt kommt noch der Rest. Ich werde das einmal wegpacken, beziehungsweise. Ja, wegpacken. So, man sieht mein Face gar nicht. So, jetzt werden wir irgendwie. Salz will ich zum Schluss reinmachen. Die Milch, die ist auch sehr wichtig und gesund. Eiweiße, ihr wisst Bescheid. Das kann ich mir nicht antun. Das kann ich mir echt nicht antun, ey. Das ist doch ekelhaft, jetzt mal ohne Mist. Aber gut, ich habe alle drei Bestrafungen kombiniert, weil ich nicht genug Zeit habe. Wie gesagt, ich muss vorproduzieren. Jetzt holen wir das Nutella-Glas. Und ich habe echt gar keine Ahnung, wie ich das jetzt anstellen soll. Das muss ja theoretisch gesehen einweichen. Okay, das muss wirklich einweichen. Jetzt werden wir ein bisschen umrühren. La la la. Hey, Moment mal, das sieht schon ein bisschen aus wie Kakao, wenn man ehrlich ist, ne? Das sieht wirklich aus wie Kakao. Kakao mit Kohlensäure hätte ich auch nichts gegen. Aber da kommt ja noch das scharfe Zeug. Oh, komm, geh doch. Schlecker, wirklich Schlecker. Ja, ich werde es mal ein bisschen rauscutten, beziehungsweise vorspulen. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't take my soul, you can't get to me. And there is no barricade. Okay. Boah, das riecht richtig ekelhaft, Mann. Okay, Nutella wäre jetzt drinne. Was wir jetzt machen könnten, wäre Honig, aber dafür bräuchte ich noch einen zweiten Löffel. Was? Ja, egal, das ziehen wir so durch. So, jetzt machen wir den Honig ganz geschmeidig auf. Ah. Boah, ich mag Honig noch nicht mal so, und dann soll ich das. Super. Nutella-Glas hier rein. Perfekt, wirklich perfekt, ey. Ja, das ging ja gut. Jetzt Honig rein und umrühren. Ah. So, das ist schon mal einigermaßen gut umgerührt worden, und jetzt kommt Salz rein. Ich müsste eigentlich schon Nutella habe ich.
Honig habe ich, Milch habe ich, jetzt Salz. Salz darf man bei so einem schönen Drink nicht vergessen. So, Salz ist auch drin, perfekt. Man soll nicht so viel Salz zu sich nehmen, normalerweise 3 Gramm, aber viele nehmen sehr viel mehr zu sich. Mit der Thomas Cup. Oh Gott. Mit Thomas kann man noch viel lernen in den Tag. Oh, das sieht so ekelhaft aus. Das sieht wirklich so ekelhaft aus, Alter. So, ich würde sagen, das reicht mal. Jetzt noch schnell die Hände irgendwie abputzen und guckt es euch an. Ja, das sieht nicht besonders schlecker aus, aber ja gut. Bestrafung muss sein. Und ich freue mich ehrlich gesagt sowas von gar nicht darauf. Jetzt noch das Umrühren. So, da mein Festmahl jetzt fertig ist, werde ich es. Jetzt weiß ich wenigstens, woraus Burger und Macs bestehen. Aber aussehen tut es irgendwie, weiß ich nicht, wie Kakao. Wie Kakao. Prost! Ah, das ist so ekelhaft. Nee. Oh Gott, komm, zieh, Junge, zieh. Mit Beweis ist leer. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit der Bestrafung. Bah. Das ist so richtig ekelhaft. Das ist. Bah. Bah. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall 3-4 Liter Wasser reinziehen und dann meinen Mund sowas von ausspülen. Ach, scheiße, ich hab den Essig vergessen, was? Egal, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich den Essig vergessen habe. Mit Essig hätte ich wahrscheinlich gekotzt, das ist... Das ist sowas von ekelhaft. Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich will nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Ciao.